dass es mit unserem Land krass bergab geht, das muss man, glaube ich, mittlerweile niemandem mehr sagen. Mir schrieb sogar heute Morgen noch, am Sonntag ungewöhnlich, mein Bruder Christian aus Hamburg noch eine Nachricht, dass die evangelische Kirche jetzt sich auch mit einem eigenen Stand, einem eigenen Wagen an der ganzen LGBTQ-Bewegung beteiligt. Dann siehst du, wie es krass bergab geht und wie die Kirchen vollkommen Mainstream werden. Das bedeutet für uns, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen müssen, die Gottes Wort widersprechen. Dazu gehört die Gottlosigkeit unserer Zeit, nicht? Olga schrieb mir aus Malle, dass es da auch alles viel schlimmer wird und viel gottloser und noch freizügiger und noch mehr Haut wird gezeigt und noch mehr wird gesoffen. Und am gleichen Morgen gab es die Schlagzeile, dass eine Wirtin auf Mallorca sagte, so schlimm seien die Touristen noch nie gewesen. Also Olga hatte recht mit ihrem Eindruck, dass es tatsächlich auch da deutlich erkennbar ist, wie es mit der Menschheit bergab geht. Und das bedeutet für uns eins, wir sind im Kampf. Wir haben es in einem Kampf zu tun. Ich glaube, viele Christen sind sich nicht darüber klar, dass wir Soldaten sind. Nun könnten wir den Epheserbrief aufschlagen und über die Waffenrüstung sprechen, nicht? Und das können wir auch sicherlich nochmal machen. Aber wir wollen uns heute erstmal ganz allgemein mit dem Kampf beschäftigen, den wir zu kämpfen haben. Ein Kampf, der erzeugt vor allen Dingen Dinge, die uns Christen auch zu schaffen machen, nicht? Zum Beispiel erzeugt ein Kampf Spaltung. Das sieht man sehr oft auch in Gottes Wort. Lest mal das Alte Testament. Da werdet ihr feststellen, dass oft Spaltung entstand durch den Kampf. Mal so ein Beispiel. Gideon zog los mit 300 Mann. Und dann, oder es waren, glaube ich, zu einem Zeitpunkt auch 400. Und dann ließ er 200 zurück. Die waren zu ermüdet und zu ermattet. Und als sie dann vom Kampf zurückkommen, da wollen dann die anderen nicht mit denen teilen. Und so entstand eine Spaltung unter denen, die gekämpft haben. Bei David sieht man später genau das Gleiche. Der musste auch mal, ich glaube, bei David waren es 400, bei Gideon waren es 300. Bei David waren es 400, da fehlten dann auch plötzlich 200. Und dann sagten auch die, die zurückkamen, ihr seid nur bei dem Gerät geblieben. Wir haben gekämpft, also wollen wir alles kassieren, ihr kriegt nur euren Besitz und eure Frauen und wir das, was wir geplündert haben. Und David sagt, ihr seid alle eine Einheit. Die, die nicht mehr konnten, die ermattet waren, die aufgepasst haben auf das Gerät so lange, die sollen genauso belohnt werden. Und das macht David in 1. Samuel 30 sogar zum Gesetz. Wollen wir das mal aufschlagen? Da macht er das zum Gesetz, dass diese Kämpfe gemeinsam aufgestanden werden. Und wenn einer nicht mehr kann, dann heißt das nicht, dass er nicht auch entlohnt wird und nicht auch seinen Lohn bekommt für das, was die Kämpfer erkämpft hatten. Das steht in 1. Samuel 30, Vers 21. Und David kam zu den 200 Männern, die zu ermattet waren, um David nachzufolgen und die sie am Bach Besor zurückgelassen hatten. Und sie zogen aus, David und dem Volk entgegen, das bei ihm war. Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Und jetzt kommt's. Und jeder böse und nichtswürdige Mann von den Männern, die mit David gezogen waren, hob an und sprach, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir mit ihnen von der Beute, die wir entrissen haben, nichts geben, als nur seine Frau und seine Kinder, dass sie sie wegführen und hingehen. Aber David sprach, tut nicht so, meine Brüder. Mit dem, was der Herr uns gegeben hat, und er hat uns behütet und die Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer wird in dieser Sache auf euch hören? Denn wie das Teil dessen, das ist der wichtige Vers jetzt, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch das Teil dessen sein, der bei den Geräten bleibt. Gemeinsam sollen sie teilen. Und es geschah von jenem Tag an und weiterhin. Und er machte es zur Satzung und zum Recht für Israel bis auf diesen Tag. Das ist interessant, nicht? Ich meine, menschlich würden wir sagen, ja, die sind nicht mitgekommen, die waren zu schlapp. Dann werden die Kämpfer, die vorne gekämpft haben, natürlich besser entlohnt. Und David sagt, danach geht es nicht. Es geht danach, was Gott tut. Und das sehen wir hier so schön, wie David sich auf Gott beruft. Zunächst mal, David ist wie ein Hirte besorgt um die, die zurückgeblieben waren. Er erkundigt sich nach ihrem Wohlergehen. So macht der Herr das auch. Der fragt nicht, kannst du noch? Sondern er fragt erstmal, wie geht's dir überhaupt? Und verlangt nicht von dir irgendwas, was du nicht kannst.
Nicht? In so Kriegsfilmen, da wird dann oft so ein Soldatendrill gezeigt, dass sie wirklich bis über ihre Kräfte gehen, nicht? Und getriezt werden und beleidigt werden. Das macht der Herr nicht. Der Herr sagt, wir sollen kämpfen, ja. Aber der muss es nicht so beleidigen wie so ein Ausbilder in der Bundeswehr. Habe ich auch erlebt, nicht? Wie wir da zusammengeschnauzt wurden. Das ist nicht das, was der Herr tut. Und David ist ein Bild für den Herrn hier. Und er kundigt sich nach dem Wohlergehen und sagt zu den bösen Männern, steht ja ausdrücklich da, böse und nichtswürdige Männer, Vers 22, da sagt David, tut nicht so, meine Brüder. Und dann macht er das zum Gesetz. Die, die zurückgeblieben sind, die haben auf das Gerät aufgepasst. Das brauchen wir vielleicht auch, das Gerät, nicht? Und das ist ein Bild für diejenigen, die alle hinter den Kulissen arbeiten. Nicht jeder muss an der Front arbeiten. Nicht jeder muss auf der Straße stehen zu predigen. Die, die dahinter stehen, die da den Tisch gedeckt haben da vorne, die sind bei den Geräten. Da sagt der Herr nicht, ja, ihr seid nichts wert, ihr kriegt da nichts, ne? Wie diese bösen und nichtswürdigen Männer. Und da sehen wir schon mal ganz deutlich, was beim Kampf passieren kann, nicht? Kampf erzeugt Spaltung, auch unter Christen, nicht? Christen sind so gespalten wie noch nie. Und das liegt daran, dass sie sich nicht an David erinnern, der das zum Gesetz machte und sagte, da können ruhig mal unterschiedliche Einsatzgebiete sein. Und wir können auch vielleicht, um das mal auf uns zu übertragen, theologisch mal Dinge etwas anders sehen. Ja, das macht nichts. Wir kämpfen alle an einer Front. Aber Kampf erzeugt Spaltung und Kampf erzeugt Streit. Und Kampf erzeugt auch Neid. Gucken wir mal ins Neue Testament. Ja, da waren die Jünger mit dem Herrn unterwegs und die wurden viel angefeindet. Immer wieder wurden sie angefeindet von den Menschen. Und was passiert dann, als der Herr zum Kreuz geht, so diese letzten Tage? Da gehen sie mal eine Strecke zusammen und dann unterhalten sie sich. Und der Herr scheint so ein Stück vorausgelaufen zu sein. Er ging nach Jerusalem. Das heißt, da er hatte sein Angesicht festgestellt nach Jerusalem, weil er das tun wollte, was wir heute gefeiert haben, das Abendmahl. Er wollte quasi sterben für die Menschheit. Und mit den Jüngern hat er sich gesehnt, sagt er, dieses Passa mit ihnen zu feiern, was wir im Bild im Alten Testament gelesen haben, nicht? Da hat er sich nachgesehnt. Und was haben die Jünger gemacht? Da fragt der Herr sie dann im Haus. Worüber habt ihr unterhalten? Er wusste das ganz genau nicht. Aber er wollte das von ihnen hören. Worüber habt ihr eigentlich gesprochen? Und dann werden sie ganz still, weil sie sich nicht trauen zu antworten. Sie hatten sich unterhalten, wer der Größte ist. Aber wollen wir hier auch mal anfangen? Wer von uns ist der Größte hier? Das ist ein so vergebliches Unterfangen, weil man gar nicht weiß, wie sehr der Herr durch die einzelnen Personen wirkt, nicht? Manche glauben, Prediger sind größer als die, die in der Kirche arbeiten. Das ist ein Irrtum. Du musst tun, was Gott dir aufgetragen hat. Und wenn Gott dir in der Armee aufgetragen hat, den haben wir übrigens geliebt bei der Bundeswehr, den Mann, zu kochen. Wisst ihr, wie wir den geliebt haben? Ich habe meine Grundausbildung gemacht von Oktober bis Dezember, das war nicht lustig. Kalt und nass und im Schlamm liegen und mit Blättern eindecken und sich dann auch noch anschnauzen lassen. Und wenn du noch so einen langen Tag dann mittags kommt plötzlich die Feldküche und dann gibt's da was Warmes, da gab's dann Spaghetti, die waren mal wegen mit Tomatensauce so in so einen Pott gepumpt. Das war das leckerste Essen, was ich je gegessen habe. Ja, das kommt, weil diese Sehnsucht danach so groß ist, nicht? Und dann merkst du, was das wert ist, wenn da ein Typ ist, ja, der kämpft ja nicht, nicht? Der steht nicht mit der Bibel in der Straße und predigt. Der macht ja nur das Essen. Der hat nur die Spaghetti gemacht. Aber für uns war der Gold wert. Und so ist es bei Gläubigen auch. Darum dieses Bild oft in der Bibel, nicht? Von den Soldaten. Damit wir verstehen, wie wertvoll einige Dinge sind. Und was machen wir Christen? Wir hadern oft, nicht? Viele Christen sind sich gar nicht darüber klar, dass wir im Kampf sind. Die leben so vor sich hin. Der Herr kommt ja bald, nicht? Und lehnen sich zurück. Und die, die sich darüber klar sind, beschweren sich darüber. Wisst ihr, was mit Soldaten passiert, die sich beschweren? Da stand phasenweise in einigen Völkern die Todesstrafe drauf. Deserteure, die gesagt haben, ich mache nichts mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, nicht? Darum geht es nicht. Aber es geht um was ganz anderes bei uns Gläubigen. Es geht nicht darum, können wir kämpfen? Sind wir stark? Hab ich hier Muskeln, nicht? Kann ich was? Ich sah gestern noch bei so einem, ich habe mich gestern so ein bisschen mit dieser furchtbaren Hillsong-Irrlehre beschäftigt. Furchtbare Menschen teilweise, da geht es nur um Geld und um Macht. Da ist so ein Prediger, der ist mega durchtrainiert. Das ist, wenn du da die Musik hörst, hört sich an wie auf ein Popkonzert. Es heißt in Gottes Wort, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und die sind genau wie die Welt. Der Pastor, der hat einen mega Muskelkörper mit Sixpack und allem, was die Welt heute will. Und so zeigt er sich auch gerne. Das ist gleichförmig dieser Welt sein, hat mit unserem Kampf nichts zu tun. Das klingt so, als wenn er seinen Kampf alleine führen will, nicht? Und was sagt David?
Lies das nochmal weiter hier, ja, was wir gerade gelesen haben. Mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Wir haben geplündert, wir haben Geld, wir haben Gold und denen geben wir nichts ab. Was sagt der Herr? Was sagt David? Entschuldigt mal, Leute, hört mal zu. Das hat der Herr uns gegeben. Ihr müsst denen was abgeben, weil es nicht euer Verdienst ist, sondern der Herr. Und dann hat er uns behütet, ja? Er hat uns gegeben, er hat uns behütet und er hat unsere Feinde in unsere Hand gegeben. Diese drei Sachen, sagt David. Er sagt nicht, wir haben das gemacht. Gute Strategie von uns Christen, ne? Wir hatten eine gute Strategie, die ist aufgegangen. Gab es auch in den USA. 1983. Eine große Bewegung von Charismatikern. Die hatten sich auf die Fahnen geschrieben, im nächsten Jahr, das war 1984, da wollen wir 1 Million Seelen dazugewinnen. In 84, 1 million more, hieß damals der Slogan. 1 Million mehr 1984. Das ist Hochmut. Das ist Hochmut, das ging auch nicht auf. Und das ist der Kampf, der nicht nicht der Herr führt. Dann fangen wir an, selber einen Kampf zu führen. Nicht? Der Prophet Hesekiel, der wird auch mal gefragt, na, was glaubst du? Wir werden uns mal mit beschäftigen, mit diesem schönen Thema, diesem furchtbarsten Kapitel der Bibel, sage ich immer, dem Horrorkapitel. Die trockenen Knochen, die anfangen sich zu bewegen und Fleisch und Sehnen über sich kriegen. Ganz spannend, erzähle ich euch nochmal. Dann fragt der Herr, was glaubst du, werden die leben? Und dann gibt Hesekiel die einzige richtige Antwort. Du, Herr, weißt es. Der maßt sich nicht an, ja, die werden alle leben. Das ist so die ganzen Toten um uns rum hier draußen, nicht? Überall, wo wir hingucken. Tote Leute, tote Gebeine. Alles Leute, die nicht glauben. Alles Tote vor Gott. Und dann sagt Hesekiel nicht, ja, die werden alle leben. In 84, 1 million more. Nein, Hesekiel sagt, du weißt es, Herr. Und so sollen wir das mal tun. Und so tut David das auch. Er lässt das in der Hand des Herrn und dankt, was von dem Herrn kommt. Jetzt lese ich mal eigentlich den Vers, um den es geht heute, den ich voranstellen möchte im Psalm 121. Und das ist der springende Punkt. Ja, und da haben wir wieder diese Augen, von denen Anton gelesen hat und die ich aus Matthäus 17 gelesen habe. Sie sahen nichts als den Herrn. Das lesen wir jetzt auch in der Predigt im Psalm 121. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Bis dahin. Das ist der Punkt. David war ein Kriegsheld, der war damals geehrt. Das war ein richtiger Kerl und der hatte Mut. Wie wir heute sagen, der hatte Eier in der Hose, nicht? Ja, hat er schon als Hirte gehabt, ne? Da kam ein Bär an und wollte da ein Schaf stehlen. Da hat der David sich ernsthaft mit den Bären angelegt. Da kommt ein Löwe an und er macht das Gleiche. Und dann geht er zu Goliath und sagt, wer ist der denn, der die Schlachtreihen Gottes verhöhnt? Wer ist das denn? Obwohl der ein Riesenkerl war, da wird ja genau beschrieben, der ganze Schuppenpanzer und diese riesigen Waffen, die er hatte. Und David, so ein kleiner, zierlicher Kirchen, so ein kleiner Hirtenjunge, nicht? Kirchenjunge hätte ich fast gesagt, kleiner Hirtenjunge. Ja, aber er hatte nur eins im Blick, Gott wird mit mir sein. Und das ist der Punkt, ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Und seht ihr, wenn wir einen Kampf führen, dann ist die alleroberste Frage, die wir uns immer stellen müssen, woher kommt meine Hilfe? Also wenn ihr im Kampf seid, dann fangt nie an, selber zu überlegen, so wie mache ich das jetzt strategisch am besten. Das habe ich diese Woche, habe ich eine schwere Woche vor mir. Da muss ich ein Gespräch führen, da habe ich vielleicht Angst vor. Dann fragt niemals, welche Strategie benutze ich am besten, sondern fragt immer, von wem kommt meine Hilfe? Und wohlgemerkt, ich erhebe meine Augen zu den Bergen, heißt nicht, meine Hilfe kommt vom Berg, nicht? Sondern er guckt zu den Bergen, nach oben. Das ist ein Bild dafür, dass wir Gott entgegengehen. Im Alten Testament ganz oft, dass die Menschen auf Berge gehen, um mit Gott zu beten, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Mose, Elia, nicht? Viele Menschen haben das getan im Alten Testament. Und der Herr Jesus ging ja auch der Gewohnheit nach auf den Ölberg, der sich eines Tages spalten wird unter ihm, nicht? Bin auch spannend. Und dann fragt sich derjenige, der den Psalm schreibt, wahrscheinlich ist er von David, woher wird meine Hilfe kommen? Aber die kommt nicht vom Berg. Vielleicht im Bild kommt sie vom Berg herunter, aber der Berg kann uns keine Hilfe geben, nicht? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, der Himmel und Erde gemacht hat. Das sollen wir immer voranstellen, nicht? Nun ist der wichtigste Punkt natürlich, der Kampf, den wir führen, wie ist ja zu verstehen? Und wir lesen jetzt mal einige Verse zu diesem Kampf, um vor allen Dingen auch Ungläubigen, die hier vielleicht zuhören, weil wir das ja auch immer im Internet veröffentlichen, mal zu zeigen, wie unser Kampf aussieht. Dass das nicht missverstanden wird, nicht? Wird ja oft gesagt, ihr Christen seid genauso wie der Islam, ihr kämpft auch mit dem Schwert, nicht? Weil Jesus auch vom Schwert spricht. Völliger Quatsch. Wir lesen es mal. 1. Korinther 10,
Verse 3 bis 5. Entschuldigung, das ist falsch. 2. Korinther 10 ist das. Verse 3 bis 5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Hört gut zu, alle Ungläubigen im Internet. Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören. Und jede Höhe, die sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Das ist unser Kampf. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Steht auch in Epheser 6, nicht? Vor der Waffenrüstung. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Um das mal klar auszuräumen, nicht? Wir kämpfen gegen die unsichtbaren Mächte, gegen die Mächte der Bosheit. Wir müssen uns auch gegen Dinge stellen, die heute in der Welt gesagt werden, nicht? Die uns so als Mainstream verkauft werden, nicht? Wir gehen nicht bald und erschießen irgendwelche Menschen. Erinnert euch vielleicht an diesen furchtbaren Anschlag gegen Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, französische satirische Zeitschrift. Das ist eine ganz böse Zeitschrift, nicht? Ganz böse Zeitschrift. Die haben auch den Herrn schon furchtbar verhöhnt am Kreuz. Aber niemals würde ein Christ deswegen beigehen und da jemanden erschießen. Die sollen das gerne als Humor verkaufen. Wenn sie darüber lachen wollen, sollen sie das machen. Gott sagt in der Offenbarung, wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Mach das doch bitte einfach. Ein Christ sagt dann einfach, ich kaufe diese Zeitschrift nicht. Und wenn es mir jemand zeigt, gucke ich mir das nicht an. Aber wir gehen nicht bei und schießen. Der Islam sieht das anders, nicht? Die Mohammed-Karikaturen haben dazu geführt, dass die halbe Redaktion ausgelöscht wurde. Dieser Anschlag führte dazu, ich weiß gar nicht, wie viele Tote es gab, dass die ganze Satirezeitschrift quasi über den Haufen geschossen wurde. Und das ist furchtbar. Und das ist nicht der Kampf der Christen, nicht? Das ist nicht unser Kampf. Was zerstören denn unsere Waffen? Was zerstört denn unser Kampf? Das haben wir gelesen, nicht? In Vers 4. Vernunftschlüsse zerstören wir. Was ist das denn? Menge übersetzt das mit klug ausgedachte Anschläge. Luther übersetzt mit, wir zerstören Absichten. Die Hoffnung für alle, die übersetzt in diesem Fall gar nicht mal schlecht. Die ist etwas ungenauer, aber sehr schön lesbar dafür. Aber sie schreibt, wir reißen Gedankengebäude nieder. Und das ist eine gute Übersetzung der Hoffnung für alle. Das ist richtig gut. Das griechische Wort lautet nämlich Logismus. Das kennen wir alle, Logik. Menschliche Logik, die zerstören wir mit unserem Glauben. Das war das, was im Alten Testament auch zu sehen war. Die Genossen von David haben logisch gehandelt. Wir haben gekämpft, die nicht, wir kriegen Lohn, die kriegen nur ihre Frauen, das muss reichen, und ihre Kinder. Nein, diese Logik wird zerstört durch den Glauben. Gottes Gerechtigkeit funktioniert anders. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wie kämpfen wir denn? Nun, wir können jetzt das machen wie Olaf Latzel, nicht? Olaf Latzel, mein lieber Bruder und Freund, der teilt seine Predigten ja oft in 3 Teile ein, nicht? Das kennt ihr, nicht? Wir haben 3 Teile in der Predigt. Das finde ich auch sehr schön. Ich habe euch ja mal erzählt, wie der Dreiklang in der Schöpfung zu sehen ist, nicht? Angefangen bei den Atomen, mich mit Elektron, Neutron, Proton, nicht? Von der Zeit her, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, alles ist nach einem Dreiklang aufgebaut. Und dann ist es auch schön, wenn man eine Predigt in einem Dreiklang aufbaut. Das finde ich bei Latzel ganz große Klasse. Und das können wir hier auch tun, denn wir haben 3 Kämpfe zu kämpfen. Wir haben den Kampf im Innern gegen uns selber. Wir haben den Kampf gegen den Teufel, der uns versucht. Und wir haben den Kampf gegen die Welt. Das sind die 3 Kämpfe, die wir haben. Und jetzt haben wir ein Problem. Weil jeder Kriegsherr hat vor allem Angst. Ein Mehrfrontenkrieg. Ein Mehrfrontenkrieg ist was Furchtbares. Daran sind viele Feldherren gescheitert und zugrunde gegangen. Ich möchte jetzt nicht Adolf Hitler als Feldherr bezeichnen, aber auch Adolf Hitler ist daran kaputt gegangen am Ende, nicht? An einem Mehrfrontenkrieg. Jeder Feldherr hat Angst davor, wenn er an mehreren Fronten kämpft. Und wir Christen müssen das. Na toll. Aber wir haben einen Vorteil. Dieser Dreiklang, die Dreieinheit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Am kommenden Sonntag dürfen wir hoffentlich die Kathi taufen auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Dieser Dreiklang, der spiegelt sich ja in uns wieder. Wir wissen ja aus der Schöpfungsgeschichte, dass Gott den Menschen schuf nach seinem Bild. Nein, es ist eine Lästerung, wenn wir Gott mit einem Bart darstellen, nicht? Oder irgendwie so als alten Mann, nicht? Das ist nicht damit gemeint, Augen, Nase, Ohren. Gott ist Geist. Nicht so, dass er uns unbekannt vorkommt, wenn er uns begegnet. Brauchen wir keine Angst vor haben, wird uns sehr vertraut sein.
Aber er schuf uns nach seinem Bild. Das heißt, im Dreiklang von Vater, Sohn und Heiliger Geist schuf er uns Geist, Seele und Leib. Und das sehen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 am Ende. Da heißt es, euer Geist, Seele und Leib werde bewahrt in dem Herrn Jesus Christus. Werde bewahrt. Dieser Dreiklang spiegelt im Menschen die Dreieinheit Gottes wider. Interessant auch, dass man auch da wieder nur eins sieht, nicht? Nämlich den Leib. Und das ist wieder ein Bild für die Dreieinheit. Den Herrn Jesus, den sehen wir. Der ist Leib, der ist Fleisch geworden. Der kam auf die Erde, der wurde leibhaftig. Und Geist und Seele können wir nicht sehen. Das ist noch so eine Bestätigung dafür, dass es ein Bild Gottes ist, in dem wir geschaffen wurden. So, und mit dieser Dreieinheit kämpfen wir gegen diese drei Feinde. Seht ihr? Wir sind gar nicht einer. Wir sind drei. Eine dreifache Kraft. Und nicht drei Götter, wie uns Muslime oft unterstellen. Schrieb mir letztens noch einer, nicht? Ihr seid Götzendiener, weil ihr drei Götter anbetet. Nein, das sind wir nicht. Es ist ein Gott. Ich habe dem daraufhin, glaube ich, fünf Verse reingeschrieben, in denen steht, dass Gott ein Gott ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt der Herr Jesus, nicht? Das ist eine Einheit, dass dieses Drei und dieses Eins mit dem menschlichen Geist, Logismus, nicht harmoniert. Ja, das ist klar, das können wir nicht erfassen, nicht? Aber wir dürfen immer wissen, wir haben einen Gott, der sich in diesen drei Personen quasi zeigt und manifestiert. Und diese drei, die kämpfen jetzt gegen die drei Feinde. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, welcher der drei Teile der Dreieinheit Gottes gegen welchen Feind kämpft, nicht? Aber der Feind, zum Beispiel der erste Kampf, den wir zu kämpfen haben, ist der Kampf gegen uns selber. Der Kampf, der in uns selber tobt. Der Kampf in uns. Da könnte man sagen, das ist vielleicht das Bild des Herrn Jesus, weil der Jesus auch gekämpft hat, vor allen Dingen in Gethsemane, nicht? Da hat er uns gezeigt, wie man kämpft. Und als er vom Teufel versucht wird, hat er gezeigt, wie man kämpft. Und wiederum steht geschrieben, so kämpft man. Lasst euch nie von irgendwelchen Ungläubigen sagen, Moment mal, was erzählst du da vom Gericht? Steht doch nicht, was das Jesus Liebe ist? Dann sagt immer, ja, und wiederum steht geschrieben. Macht's wieder her. Immer dieses und wiederum steht geschrieben, das ist so wichtig. Aber wieso haben wir überhaupt einen Kampf in unserem Inneren? Also wenn wir einen Kampf in unserem Inneren haben, dann spricht man bei Psychologen vielleicht eher von einer Schizophrenie, nicht? Das ist gar nicht mal so falsch. Wir Christen haben tatsächlich zwei Naturen. Im Moment unserer Bekehrung bekommen wir eine neue Natur. Ich hatte gestern noch mit einer Schwester ein schönes Telefonat, die darüber plötzlich im Unklaren war und Angst hatte und sagte, Matze, ich sehe jetzt gerade im ersten Johannesbrief, da steht, der Gläubige, der sündigt nicht mehr. Aber ich sündige ja. Und da habe ich ihr erklärt, unterscheide in Gottes Wort immer diese beiden Dinge, was in deinem Innern ist. Deine neue Natur oder auch deine Stellung genannt und deine alte Natur, die bis zum letzten Atemzug erhalten bleiben wird und immer wieder in Sünde fällt. Die unterscheide, wenn du Gottes Wort liest. Dann wirst du sehen, die alte Natur, die muss immer an sich arbeiten. Und die neue, die sieht Gott, als wären wir perfekt. Der sieht quasi den Herrn Jesus. Durch den Herrn Jesus durchguckt er und sieht uns. Dann sieht das so aus, als wären wir der Herr Jesus, als wären wir perfekt, so wie er. Der Herr sieht uns so, als hätten wir nie eine Sünde begangen. Ja, wenn er das bei mir machen würde, dann wäre das irgendwie falsch, weil ich sündige. Aber es ist eben die Stellung, in die wir versetzt sind. Und jetzt kommt dieser Kampf in uns drin. Wir müssen kämpfen. Schönes Bild dafür finden wir bei der Arche Noah. Als Noah die Fenster öffnet am Schluss, lässt er einen Raben raus. Dann fliegt der Rabe los und kommt nicht wieder. Und dann lässt er eine Taube raus und die kommt zurück. Was ist das für ein Bild? Das ist ein Bild für unsere zwei Naturen. Der Rabe, das sind zwar wunderbar intelligente Tiere, nicht? Mit denen Gott auch Elia versorgt, ein Bild für die Unreinheit der Zeit damals, ja. Aber ein Rabe, der setzt sich überall hin, wo er möchte. Und wenn da irgendeine Leiche im Wasser trieb, oder irgendwas anderes unrein ist, da hat ein Rabe kein Problem damit, sich da drauf zu setzen. Aber eine Taube würde das niemals tun. Und das ist ein Bild für unsere zwei Naturen. Wir haben eine Natur, die perfekt ist, die aber auch immer wieder den Wunsch hat, zu Gottes Wort zurückzukehren. Das heißt also, unsere ganze Aufgabe in unserem Leben ist eigentlich, unsere erbärmliche Natur, der alten Natur, den alten Adam, unseren Zustand, unserer Stellung ähnlicher werden zu lassen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Kampf, nicht? Klingt so einfach. Nee, das ist ein Kampf, ganz bestimmt.
Was glaubt ihr, was für lästige Eigenschaften ich nicht loswerde? Und diese Schwester sagte mir auch, Matze, dampfen Sie diese komischen E-Zigaretten, glaube ich, ne? Ich komme da nicht von los. Ich sage, nun, lass dir Zeit. Zwing dich nicht dazu, aber kämpf weiter in deinem Inneren dafür, dass dein Zustand an der Stellung ähnlicher wird. Und dann wirst du es irgendwann schaffen, nicht? Ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht. Ich habe auch ein bisschen geraucht früher, nie viel, aber als meine erste Tochter geboren wurde, da habe ich dann auch gesagt, das ist nicht gut. Ich habe aber auch, weiß nicht, wie viel, 2, 3 Anläufe habe ich auch gebraucht, bis es wirklich dann durch war. Ja, das ist ein Kampf. Das ist nicht einfach Schnipp. Der Herr hat mich erlöst, zack. Sondern es ist immer ein Kampf in unserem Inneren. Und dieser Verfall des Leibes übrigens, das glauben ja auch viele Christen, oh, ich habe so einen Kampf, ne? Ich habe solche Rückenschmerzen und ich kann nicht mehr richtig laufen und meine Kniegelenke tun weh, das ist kein Kampf. Das ist eine normale Folge der Sünde, der gefallenen Schöpfung. Das ist kein Kampf, nicht missverstehen, ja? Da müssen wir uns nicht selber bemitleiden, sondern unser Kampf ist das, was in unserem Inneren streitet. Und es gibt diesen schönen Satz, Christen sterben auf das Leben zu, die Ungläubigen, die leben auf den Tod zu. Das ist der gewaltige Unterschied. Also es wird immer gekämpft in der unsichtbaren Welt und der Kampf in uns drin, der ist in Römer 7, wir wollen das noch einmal kurz lesen, bevor ich zum nächsten Kampf komme. In Römer 7 ist das sehr schön beschrieben von Paulus. Das habe ich dann auch der Schwester gestern auch vorgelesen, weil das halt so deutlich macht, dass das nicht ungewöhnlich ist. Vielleicht fühlt ihr euch ja auch eines Tages ab und zu mal so und sagt, ja, aber ich bin doch so sündig. Und dann fragt ihr euch irgendwann, bin ich wirklich errettet? Vielleicht zweifelt man mal in seinem Heil. Nicht? Das macht der Teufel dann, da kommen wir gleich zu, der Kampf gegen den Teufel. Aber wir sind noch beim Kampf in unserem Inneren. Und jetzt kommt der Paulus, und der war ja nun Gläubiger, nicht? Der schreibt diese Verse in Römer 7, da können wir jetzt sehr viel lesen, wollen wir nicht machen. Aber ich lese trotzdem mal diesen Abschnitt ab Vers 15. Römer 7, Vers 15, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht das, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich das, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, denke mal daran, hier redet ein Gläubiger. In mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Ja, ich will mit dem Rauchen aufhören. Aber das Vollbringen, was recht ist, finde ich nicht. Denn nicht das Gute, was ich will, übe ich aus, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde zum zweiten Mal. Also, was passiert jetzt? Jetzt schlage ich Gottes Wort auf. Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz, das in meinen Gliedern, das Gesetz meines Sinnes widerstreitet, also das Gesetz der Glieder widerstreitet dem Gesetz des Sinnes. Ich will es nicht, aber ich habe den alten Menschen in mir, ja, und mich in Gefangenschaft bringt, wir reden immer noch von Gläubigen, nicht? Unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ja, das ist ein Leib des Todes, nicht? Wir wollen alle das Gute, aber das Böse wohnt trotzdem in uns. So, jetzt passt auf, jetzt kommt da ein Gedankenstrich in meiner Bibel. Da kannst du eine Weile drüber nachdenken erstmal, nicht? Schöner Gedankenstrich. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann hört man Paulus regelrecht einmal aufseufzen. Und dann sagt er, ich danke Gott durch Christus Jesus, unseren Herrn. Also nun diene ich mir selbst mit dem... Also nun diene ich selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde. Das ist der Punkt. Ja, die Sünde wohnt in uns. Aber wenn du den Herrn folgst, dann hat dich das Gesetz der Sünde, Gott hat dich frei gemacht davon. Das ist das Schöne. Seht ihr, so endet der Kampf in unserem Inneren. Wenn wir als Christen ein Problem haben. Kämpft ihr mit eurem Inneren? Habt ihr mal ein Problem mit euch selber? Dann schlagt Römer 7 auf und lest das 5-mal. Dann wisst ihr, dass Paulus genau das Gleiche empfunden hat. Er hat genau das Gleiche empfunden, nicht? Das ist die in mir wohnende Sünde. Und jetzt gibt es einen zweiten Kampf, gegen den wir kämpfen müssen. Und das ist der Satan. Der Fürst dieser Welt, sagt der Herr Jesus in Johannes 14. Und Johannes 16.
Ja, das vergessen auch viele Christen. Dass der Teufel diese Welt regiert. Wie kann das eigentlich angehen? Gott schafft die Welt und der Teufel regiert? Manche denken ja, der Teufel ist in der Hölle, nicht? Das ist völliger Quatsch. Der Teufel ist mitten unter uns. Als einmal Petrus den Herrn anspricht und es ganz gut meint, ne? So typisch menschlich. Logismus. Logische menschliche Empfindungen des Petrus. Du wirst nicht ans Kreuz gehen, Herr, das lasse ich nicht zu. Das wird nicht passieren. Da sagt der Herr, geh hinter mich, Satan. Upsi. Ist denn hier jetzt bei uns hier in der Mitte der Satan? Wir haben hier die Zeichen des Herrn. Wir beschäftigen uns mit dem Herrn, mit seinem Wort. Wisst ihr was? Der Satan ist immer hier. Der will unsere Gedanken, will er rausschweifen lassen, irgendwohin. Der Satan versucht immer, uns abzulenken. Und das ist ein Kampf, den wir auch führen müssen. Und dafür brauchen wir die Waffenrüstung. Da müsste ich jetzt eine neue Predigt anfangen, nicht? Über die Waffenrüstung in Epheser 6. Machen wir ein anderes Mal. Aber der Fürst dieser Welt, der Teufel, der hat Macht. Und das sehen wir auch gerade aktuell in der Welt, nicht? Wie er die Menschen vertreten. Und wie kommt das? Wie kann das angehen, dass Gott eine Welt schafft und der Teufel regiert? Ja, das kommt, weil der Mensch sich dafür entschieden hat. Der Mensch hat gesagt, wir wollen Gott nicht. Und darum hat der Satan diese Macht, nicht? Aber wisst ihr, was viele Menschen auch nicht wissen, auch viele Christen nicht? Satan sind Grenzen gesetzt. Und Satan weiß auch die Zukunft nicht ganz genau. Er hat zwar auch Gottes Wort in der Hand, darum weiß er auch mittlerweile sein Urteil, nicht? Aber zum Beispiel zu Beginn der Zeit, als Gott einen Fluch ausspricht im Garten Eden über Adam, über Eva, über die Schlange, da sagt er schon, dir wird jemand den Kopf zertreten. Du wirst ihm zwar in die Ferse beißen, aber dir, Schlange, wird jemand den Kopf zertreten. Damit ist der Herr Jesus gemeint, nicht? Der hat ihm am Kreuz den Kopf zertreten. Damit war Satan besiegt. Das vergessen auch viele Christen. Satan ist besiegt. Wir haben es mit einem Besiegten zu tun. Ja? Aber Satan sind Grenzen gesetzt. Denn jetzt fängt er an zu überlegen. Mir wird jemand den Kopf zertreten. Und da hat Gott noch gesagt, das wird der Same der Frau sein. Entschuldigung, meine Frau hat gar keinen Samen. Wie kann das der Same der Frau sein? Das war schon eine Anspielung darauf, dass Maria ohne den männlichen Samen, den Herrn Jesus Christus auf die Welt bringen würde. Dieser Same, der Same der Frau, den es eigentlich gar nicht gibt, der wird dir den Kopf zertreten. Und da fängt der Teufel an zu überlegen, wer könnte das sein, wer könnte das sein. Und dann sieht er Abel und Kain und Abel bringt ein Opfer und das wird von Gott angenommen. Und Kains Opfer wird nicht angenommen. Und dann denkt der Teufel, aha, Abel ist derjenige, der mir den Kopf zertreten wird. Sein Opfer wird angenommen. Also stachelt er Kain an, dass er Abel erschlägt. Weil der Teufel nicht viel weiß. Ich will euch damit nur sagen, der Teufel weiß nicht alles. Und das zieht sich durch das ganze Alte Testament, wie der Teufel immer versucht zu verhindern, dass ihm der Kopf zertreten wird. Bei Jakob und Esau wieder genau dieselbe Situation, nicht? Immer wieder merkt er, oh, das muss der Auserwählte Gottes sein. Und dann versucht er, ihn umzubringen. Auch bei Josef sieht man das, nicht? Wird verkauft, tötet ihn, bringt ihn weg nach Ägypten. Bloß weg damit, das ist der Lieblingssohn des Jakob. Das muss der Auserwählte sein, da kommt der Same draus hervor. Stimmt gar nicht, der kam aus Juda, nicht? Der Teufel weiß nicht alles. Der Teufel hat nur das Wort Gottes in der Hand, wie wir auch. Und daraus zitiert er auch. Ne? Passiert mir immer wieder, dass Christen mir auch im Internet, ich hatte es heute mit Moni auf der Fahrt hierher noch darüber, manchmal sollte man vielleicht die Kommentarfunktion besser sperren, weil dadurch Unbefestigte oftmals verunsichert werden. Nicht? Wenn irgendwelche, auch vermeintlich Gläubige, da irgendwelchen Unfug schreiben. Nicht? Dieser Kampf mit dem Teufel, der wird ganz gewaltig unterschätzt. Aber der Teufel hat eben nicht eine Allwissenheit wie Gott. Und der Teufel ist der Verkläger von uns. Das ist vielleicht der schlimmste Gedanke, nicht? Offenbarung 12, wollen wir mal aufschlagen. Den Vers können wir vielleicht nochmal lesen. Furchtbarer Gedanke, wie ich finde, weil bei mir hat der Teufel jede Menge Möglichkeiten, mich zu verklagen. Nicht schön. Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn herabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Also wenn euch ein Ungläubiger sagt, der Teufel ist im Himmel, in der Hölle und Gott ist im Himmel, dann sagt ihr so Quatsch, der Teufel ist im Himmel.
Wir wissen nicht, warum Gott ihm da noch Zugang gibt. Es gibt in der Offenbarung einen Punkt, da wird der Teufel rausgeworfen. Dann steht ein Kampf mit Michael, dem Erzengel. Und dann schmeißt er den Teufel ein für alle Mal aus dem Himmel raus. Aber noch hat der da Zugang und kann uns alle verklagen. Hier, hast du gesehen, was der Matze Koch da gemacht hat? Gott, hast du das gesehen? Das soll dein Nachfolger sein? Hast du gesehen, was der gerade wieder gedacht hat für eine Schweinerei? Hast du gesehen, was der gerade wieder Ungerechtes getan hat? So steht er da die ganze Zeit. Der Verkläger unserer Brüder. Gegen den kämpfen wir. Gegen den Satan, der vor Gott tritt und uns verklagt. Bei Hiob hat er es versucht, nicht? Da sagt Gott, sag mal, Satan, hast du gesehen, wie Hiob gottesfürchtig und fromm ist? Und Satan konnte dummerweise nichts dagegen sagen, weil Hiob wirklich ein toller Mann war. Und was macht Hiob? Er reizt Gott gegen Hiob auf und sagt, ja, kein Wunder, du passt ja auch auf den auf. Der ist eingezäunt. Du hast den geschützt persönlich, kein Wunder, dass er so fromm ist. Aber greif ihn einmal an, mal gucken, was dann passiert. Hiob ist einer meiner Lieblinge in der Bibel, habe ich euch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Nicht? Und zwar gar nicht mal wegen des Leidens, sondern weil Hiob ein so unglaublich weiser Mann war, der festgehalten hat, obwohl der Teufel auf das Übelste ihn verklagte bei Gott. Und es gibt wohl nichts Ungerechteres als das, was im Hiob passiert ist, nicht? Das ist so furchtbar, da sträuben sich dir die Nackenhaare. Wer verliert schon 10 Kinder an einem Tag? Der hatte 10 Kinder. Und der Teufel lässt bei einem Geburtstag, wo alle zusammengekommen waren, das Dach auf die alle drauf fallen durch einen Wind. Wer kann das denn bitte verkraften? Und seine Frau, die sagt zu ihm, glaubst du immer noch an Gott? Sag dich los und bring dich um. Also sie sagt, und stirb, nicht? Aber sie meint, nimm dir das Leben, macht doch keinen Sinn mehr. Da hat der Teufel sogar die Frau des Hiob benutzt, um sich gegen ihn zu stellen. Was für eine furchtbare Sache, nicht? Aber er blieb standhaft. Bei Paulus, habe ich noch was von Daniel stehen, aber das überspringen wir jetzt mal, das können wir nochmal nachholen bei der Waffenrüstung später. Bei Paulus sehen wir auch oftmals viel von diesem Kampf. Wir wollen auch diesen einen Vers, jetzt haben wir die Offenbarung 12, habe das noch aufgeschlagen. Offenbarung 12 mit den Verklagen der Brüder. Wir haben ja, ich habe gerade darauf hingewiesen, wir wollen den Vers nochmal lesen, das ist ja im selben Kapitel. Die Verkläger der Brüder, Vers 10. Das ist ja ein Resümee, was hier gestellt wird, nicht? Es heißt ja, er ist hinabgeworfen, ne? Also jetzt steht im Vers 7 das, was ich sagte mit Michael. Jetzt habe ich gerade gesagt, Michael der Erzengel steht hier nicht, das steht bei Gabriel und das steht bei Daniel. Und es entstand, bei Gabriel steht nicht, dass es ein Erzengel war. Nur das wollte ich nochmal sagen. Also Kapitel 12, Vers 7, und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und er gewann nicht die Oberhand. Wir sehen auch daran, wie stark die Macht Satans ist, nicht? Und auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Dann geht es hier auf der Erde richtig rund, nicht? Also wenn sie in Feuersee geworfen werden, das kommt noch später in der Offenbarung. Aber hier wird erstmal der Himmel bereinigt. Schluss. Gott weiß den Zeitpunkt. Wir wissen die Zeitpunkte nicht, nicht? Wann der Herr Jesus gekommen ist. Warum kam der nicht schon eher, nicht? Warum kam der erst nach 4000 Jahren Menschheitsgeschichte? Warum nicht schon eher? Nein, das müssen wir in Gottes Hand lassen. Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Wann die Zeit voll war, das weiß Gott. Und wenn die Zeit voll ist, den Teufel aus dem Himmel zu werfen, das weiß auch Gott. Jetzt schlagen wir nochmal 1. Thessalonicher 2 auf. Da lesen wir noch einen sehr schönen Satz. Da sehen wir, wie der Paulus sich mit dem Satan auseinandersetzen muss. 1. Thessalonicher 2. Da wollte ja nämlich die Thessalonicher besuchen kommen. Eine ganz einfache, schöne Geschichte. Ich lese mal Vers 17 mit. 1. Thessalonicher 2, Vers 17. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, also getrennt waren auf Neudeutsch, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, also im Herzen waren wir immer bei euch, nicht? Haben wir uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Deshalb wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, nämlich einmal und zweimal. Und der Satan hat uns daran gehindert. Seht ihr? Auch bei Paulus lief das nicht immer so, wie er das gern gehabt hätte. Viele Christen sagen, warum lässt Gott das jetzt zu? Paulus ist sich darüber klar, wir haben es mit dem Kampf zu tun. Ja, Gott ist bei mir. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Vergesst nie Psalm 121. Meine Hilfe kommt von dem Herrn.
Aber Satan kämpft gegen mich. Und er hatte verhindert, dass Paulus die Thessalonicher besuchen konnte. Das führt er auf den Satan zurück. Zweimal sogar. Einmal und zweimal. Aber dann spricht er wieder nur von dem Herrn, nicht? Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Da sieht er diese geschwisterliche Verbundenheit. Und er sagt, was spielt das für eine Rolle, wenn der Teufel das verhindert hat? Gott ist bei uns. Ihr seid unsere Herrlichkeit. Das ist einfach wunderschön, nicht? Aber für Paulus kam es ja noch dicker, nicht? Wir müssen nochmal blättern. 2. Korinther 12. Da schreibt er in dem 12. Kapitel, das lesen wir jetzt nicht alles, könnt ihr zu Hause mal machen, wenn ihr möchtet, dass er in eine unglaubliche himmlische Atmosphäre entrückt wurde, ins Paradies hinein, ja? Und dann kommt Vers 7, 2. Thessalonicher 12, Vers 7. Damit ich mich nicht durch das Übermaß dieser Offenbarung nämlich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seht ihr, wenn Gott viel Segen gibt, nicht, dann greift der Satan an. Wenn ihr euch mit Menschen unterhaltet und seid ein Zeugnis und die Menschen kommen zum Nachdenken, dann wundert euch nicht, wenn anschließend alles schief läuft. Dann versucht der Teufel, euch daran zu hindern und euch anzugreifen. So ist das hier bei Paulus. Der berichtet sogar davon, dass er mit Fäusten geschlagen wurde. Manche glauben, das seien wie epileptische Anfälle oder so gewesen. Aber ich weiß jetzt nicht, warum man das nicht einfach wörtlich nehmen soll, was hier steht. Nicht? Warum hat der Dämon ihn nicht einfach mit Fäusten geschlagen? Dass er nachts wirklich Schmerzen hatte oder wann auch immer der Teufel ihn angegriffen hat. Und Gott sagt, ich werde das nicht von dir nehmen. Wir lesen weiter. Für dies flehte ich dreimal zum Herrn, damit er vor mir abstehen möge. Und er hat mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Das muss dir reichen, Paulus, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Seht ihr, das ist unser Kampf. Da sehen wir es wieder nicht. Wo kommt unsere Hilfe her? Von dem Herrn. Meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Du kannst ruhig schwach sein, Paulus, das macht überhaupt nichts. Ich bin derjenige, der Kraft gibt. Deine Hilfe kommt von dem Herrn, von den Bergen, zu denen du guckst. Und Paulus hat sich tatsächlich damit abgefunden und sagt dann auch, ja, dann will ich mich damit auch abfinden. Ich will mich meiner Schwachheiten rühmen, sagt er dann. Nicht? Er hatte verstanden, dieser Kampf gegen den Teufel, den kann ich nur bestehen, wenn der Herr mir hilft. Und wir haben auch gelesen, was uns passieren kann oder was passieren kann, wenn wir menschlich, wenn wir fleischlich, wenn wir logisch denken. Vergesst immer dieses Wort nicht, nicht? Logismus, Vernunftschlüsse zerstören wir durch unseren Glauben, nicht? Was dann passieren kann, nicht? Geh hinter mich, Satan, was der Herr zu Petrus sagt. Dann haben wir noch den dritten Kampf. Ich möchte mich kurz fassen, damit es nicht zu spät wird, weil wir heute das Abendmahl hatten. Wir haben den Kampf mit der Welt. Jetzt guckt man in die Welt rein. Ich weiß nicht, ob der Abfall jemals größer war, nicht? Ich habe gestern in meinem Status eine Aussage gehabt von John MacArthur. Er sagte, dass die USA schrittweise alles legalisiert haben, was früher verboten war. Sogar Sodomie. Sex mit Tieren. Das, was die Sodomiten vermutlich getan haben. Das entnimmt man daraus, was in der Bibel steht. Sie gingen fremdem Fleisch nach in Sodom. Das heißt, sie haben es mit Tieren getrieben. Das hat die USA haben das tatsächlich legalisiert. Wisst ihr, was in Deutschland passiert, wenn das passiert? Hier haben sie jetzt einen Mann gefilmt. Da war so ein Jäger mit so einer Wärmebildkamera auf seinem Ansitz und plötzlich trieb sich da auf so einer Pferdewiese. Da sieht man dann so die Pferde, die da laufen, als weiße Gestalten mit diesen Wärmebildkameras und da vergeht sich da ein Mann an den Pferden. Ja, aber das ist nicht verboten. Das ist kein Problem für die Leute. Aber wisst ihr, worum es jetzt geht und welchen Straftatbestand? Kein Witz. Um Vergewaltigung eines Pferdes. Das ist kein Witz. Also, man weiß ja nicht, ob man heulen oder lachen soll, nicht? Aber das ist die Zeit, in der wir jetzt sind. Viele Dinge, für die dir vor 10 Jahren die Menschen noch einen Vogel gezeigt hätten, die sind heute völlig normal geworden. Und das ist das, wie die Welt gegen uns kämpft. Und das ist der übelste Kampf, glaube ich, den wir gerade im Moment zu bestehen haben, nicht? Das ist ein richtig übler Kampf. Weil man uns ein schlechtes Gewissen macht, nicht? Wenn ihr nicht tolerant seid, seid ihr nämlich die Bösen. Wenn ihr dagegen redet, seid ihr nämlich die Bösen. Wenn ihr Werte für eure Kinder wollt, seid ihr die Bösen.
Wenn früher ein Mann sich in der Öffentlichkeit in der Fußgängerzone vor Kindern entblößt hätte, dann hätte man ihn in den Knast oder in die Psychiatrie gesteckt. Heute droht man dir Gefängnis an wegen Volksverhetzung, wenn du das kritisierst. Das machen ja Menschen. Und ich habe euch ja von den Polizisten erzählt, auf dem Christopher Street Day in Leer. Der sagte, sei froh, dass du nicht hier bist. Die laufen hier rum wie die Tiere. Die Welt ist für uns in der letzten Zeit wohl tatsächlich der größte Gegner. Die Gottlosigkeit. Und das ist ein eigenständiger Gegner, die Welt. Natürlich wirkt der Satan in der Welt, nicht? Und ich sagte ja, wir können nicht jedem Gegner immer unbedingt den Teil der Dreieinheit Gottes zuordnen. Aber der Kampf in unserem Inneren, der passt am ehesten zu dem Herrn Jesus, der uns da nahe ist, der uns dabei hilft. Der Kampf gegen den Satan, da muss uns Gott der Vater beistehen. Und der Kampf der Welt, das sage ich jetzt trotzdem mal, da ist es der Heilige Geist, der uns Kraft gibt, nicht? Der uns da befähigt, auch ein Zeugnis zu sein, auch in einer bösen Zeit, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber man darf das auch nicht in so einer Predigt alles gar nicht sagen. Das sind so furchtbare Dinge. Aber wir müssen uns ja mal ein bisschen damit beschäftigen, wie unsere Kinder vor allen Dingen damit reingezogen werden. Denn wir können ja sagen, nein, wir sind alle abgetrennt von diesem ganzen bösen Kram, da wollen wir auch gar nichts von wissen, geht uns auch gar nichts an. Aber was ist mit unseren Kindern? Die werden ja schon in der Schule damit indoktriniert. Und John MacArthur sagte das auch in dieser Rede, nicht? Dass alles legalisiert wurde, bis dahin, dass sogenannte Drag Queens in den Grundschulen die Kinder besuchen und ihnen zeigen, das ist normal. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf dem Kinderkanal, da gibt es jetzt eine Zeichentrickfigur namens Herr Ingeborg. Habt ihr das gesehen? Herr Ingeborg. Das ist eine Zeichenfigur. Ein Mann mit so einem Bärtchen, der wie eine Frau redet. Das wird den Kindern schon eingetrichtert. Und da ist es so wichtig, dass wir unsere Kinder besonders auch erziehen in der Zucht und Ermahnung von Gottes Wort, nicht? Und ihnen diese Werte vermitteln, die so, so wertvoll sind. Und es ist komisch, nicht, dass die Kinder aus christlichen Häusern meistens die sind, die die größte Verantwortung haben. Wenn du mal guckst, wie die Menschen heute versuchen, Lehrlinge zu bekommen und wundern sich, wieso sind die denn gar nicht mehr zu kriegen? Ja, weil die überhaupt keine Lust mehr haben und in so einer Gleichgültigkeitswelt leben und die Kinder aus gläubigen Elternhäusern oft noch die sind, die noch die Besten sind von denen, die sich ausbilden lassen und noch am verantwortungsvollsten ihren Job machen. Nicht? Und auch hier soll ja eine christliche Schule entstehen. Nicht? Ich glaube im Moment, ich habe da nie so viel für übrig gehabt, bin ich ganz ehrlich, aber ich glaube im Moment ist das so wichtig geworden, dass noch diese Plätze da sind, wo Kindern auch wirklich die Werte des Wortes Gottes noch vermittelt werden. Nicht? Da dürfen wir auch verbeten für die Pfingstgemeinde hier, die dieses Gebäude hier zu einer Schule machen will. Ob hier oder uns wäre es natürlich lieber, wenn wir es irgendwann selber kriegen könnten, aber ob hier oder anderswo, lasst uns auch dafür beten, dass die Kinder eine Schule haben. Eine Schule, in der ihnen beigebracht wird, was auch immer man euch da draußen erzählt. Ja? Aber Herrn Ingeborg gibt es nicht. Ja, das ist eine Sache, die spielt sich in den Köpfen mancher Menschen ab, aber die ist gegen Gottes Wort. Und noch eins müssen wir klarstellen. Weil ja auch, wie gesagt, hier Ungläubige zuhören, nicht? Wir müssen klarstellen, wir machen niemanden schlecht. Wir klagen auch niemanden persönlich an. Die Leute sollen leben, wie sie wollen. Steht übrigens in der Offenbarung. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Wer Gerechtigkeit übt, übe noch Gerechtigkeit. Offenbarung 22, ganz am Schluss steht das. Könnt ihr machen. Macht alles, was ihr wollt. Aber lasst unsere Kinder damit in Ruhe. Und was hat das überhaupt in der Öffentlichkeit zu suchen, was sie da tut? Nicht? Diese ganze LGBTQ-Bewegung da. Ne? Warum muss das in der Öffentlichkeit ausgetragen werden? Nicht? Das ist deswegen, weil der Satan das so will. Das ist der Punkt. Naja, und der Kampf gegen die Welt, den habe ich jetzt ziemlich krass geschildert. Der hat natürlich auch zur Folge, dass die großen Kirchen alle mitgeschwommen sind mit diesem Mainstream. Ich sagte es eingangs schon, nicht? Und das alles auch noch mitmachen. Aber es fängt auch im Kleinen an. Da müssen wir uns alle auch mal selber fragen, wo wir auch wirklich uns abheben von der Welt. Wie wichtig zum Beispiel ist uns der Gottesdienst am Sonntag? Sind wir auch wirklich hier? Ja, muss man mal so sagen. Im Hebräerbrief steht, versäumt nicht die Zusammenkünfte. Jetzt haben wir gerade Urlaubszeiten. Ich will jetzt niemanden anklagen. Aber wir müssen uns alle immer selber die Frage stellen, will ich hier wirklich sein, weil der Herr hier ist? Das ist ein Kampf gegen die Welt. Weil Gewohnheiten sind wichtig für uns. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In der Druckerei, in der ich früher gearbeitet habe, da haben wir dann auch einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier gemacht. Und das war eine kleine Druckerei, Familienbetrieb quasi, waren nur wenige Mitarbeiter, da war noch eine Putzfrau und noch Hilfsarbeiter. Und die mussten wir dann immer auf einen Termin kriegen für die Weihnachtsfeier. Und das war nicht immer einfach. Dann hatte die eine den Geburtstag ihrer Oma, die andere hatte hier irgendwie ein Turnier oder eine Veranstaltung. Und interessant war dann immer Folgendes. Nachdem dann alle durch waren an dem Tag, ja, da kann ich nicht, dann kam immer, ja, was ist mit dem Sonntag? Und alle Blicke gingen in meine Richtung. Herr Koch,
Können Sie denn nicht mal am Sonntag? Ich sage, nee, kann ich nicht. Komisch, nicht? Dass jeder Geburtstag und jede Veranstaltung wichtiger ist, nicht? Aber dass ich am Sonntag zum Gottesdienst will, das ist auch die Welt, die uns angreift, nicht? Ich will nur mal sagen, dass dieser Kampf sich nicht nur in diesen krassen Dingen bewegen muss, sondern auch ganz klein und unscheinbar. Beim Job, nicht? Können Sie nicht am Sonntag? Ja, kann ich wohl, will ich aber nicht. Weil ich da andere Ziele habe und andere Aufgaben. Und darum kann ich da leider nicht. Und dann noch etwas, was in der Welt eine ganz üble Waffe ist. Das habe ich ja jetzt sehr schön erleben dürfen, zusammen mit Michael Stahl, der sich einsetzt für gemobbte Kinder, für gemobbte Jugendliche auch, nicht? Und sagt, ich baue euch auf, ich predige euch Jesus, aber ich zeige euch auch, dass ihr nicht wertlos seid, nur weil ihr gemobbt werdet, nicht? Da kann man sich mal fragen, wir haben jetzt heute Morgen an den Tod des Herrn Jesus gedacht, nicht? Mit diesen Zeichen. Wer ist denn wohl am meisten gemobbt worden auf diesem Planeten? Ich habe mich oft gefragt früher, ja, wenn der Herr sterben musste für unsere Sünden, wieso ist denn er nicht einfach gestorben und die Sache war gut? Warum musste er auch noch so viel leiden? Warum noch gegeißelt werden, angespuckt werden, Dornenkrone auf die Dornenkrone mit einem Rohr noch draufgeschlagen, dann da stundenlang am Kreuz hängen. Warum musste er dies leiden? Damit niemand, damit kein Christ jemals sagen kann, ich habe mehr gelitten als der Herr. Warum? Und? Weil wir wissen, egal was wir erleiden, egal wie dick es kommt, er weiß, wie es sich anfühlt. Der Kampf in einer gottlosen Welt kann auch Mobbing nach sich ziehen. Ach, wie oft höre ich das auch in meinen Filmen oder auf meiner Facebook-Seite und in YouTube. Sag mal, glaubst du das wirklich? Wie dumm muss man sein? Einer hatte mich letztens kritisiert und da guckte ich auch auf sein Profil. Das lautete, zu klug zum Glauben. Was für ein Drama, nicht? Wenn man sich für zu intelligent hält, das ist Mobbing, nicht? Aber denkt immer daran, wenn man uns mobbt, so what? Na und? Der Herr wurde mehr gemobbt, als wir alle jemals gemobbt werden können. Das ist der Kampf mit der gottlosen Welt. Also wir haben gesehen, beim Kampf in unserem Inneren, da müssen wir uns mit uns selber auseinandersetzen. Beim Kampf mit Satan, der übrigens oftmals wie ein Blitz in unser Leben tritt, ohne dass wir es erwarten, da sind wir auch darauf angewiesen, dass wir sagen können, und wiederum steht geschrieben, Satan, du machst mich nicht fertig, ich bin auf der Seite des Stärkeren. Und wir haben die große Gefahr gesehen, dass wir uns in einem Kampf mit der Welt befinden. Und wisst ihr, was das Wichtigste ist? Das lese ich zum Abschluss am Vers aus 2. Timotheus 4, das ist der letzte Brief des Apostels Paulus. Und das sind seine letzten Worte quasi, die uns überliefert sind an seinen geliebten Schüler Timotheus, 2. Timotheus 4. Da haben wir diesen wunderbaren Vers in Vers 7. Ich lese mal Vers 6 mit, damit wir wissen, worum es geht. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Also er hatte seinen Tod schon vor Augen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Seht ihr, das ist der Punkt. Wir kämpfen den guten Kampf, wenn wir den Lauf vollenden. Den Lauf wäre wieder ein extra Predigtthema, nicht? Den müssen wir vollenden. Vor Augen habend, was der Herr hatte. Als der Herr nach Jerusalem gegangen ist, da stellte er sein Angesicht fest, nicht? Ich war gestern am Joggen. Und dann komme ich dann immer auf der großen Runde an dem Haus von Hanni vorbei. Hanni kennt ihr ja alle, ne? Und dann kam sie gerade raus und dann lief sie, joggte sie so ein paar Meter mit mir. Und ich nahm sie so in den Arm. Hat sich ja lustig ausgesehen für Ungläubige. Und sagte, mit Ausharren, lauf mir den Lauf. Ach, sagt sie, jetzt verstehe ich, ja. Wie war das nochmal genau, sagt sie, da habe ich es nochmal zitiert. Wir laufen mit Ausharren, weil wir ein Ziel vor Augen haben. Und wenn wir diesen Lauf laufen, wie wir es gelesen haben, am Schluss von Paulus, dann haben wir den guten Kampf gekämpft. Amen.